Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Ja, vor längerer Zeit habe ich ja mal den Primitiv Plus Mod getestet und seit gut einer Woche ist er jetzt als offizielles DLC draußen und da wollte ich noch mal reinschauen und gucken, ob sich was getan hat. Ja, ein bisschen was gebaut habe ich jetzt schon, auch etwas ausprobiert und bin eigentlich eher erschrocken, wie schlecht und verbuggt das geworden ist. Ich denke, man hätte sich da sollen mehr Zeit lassen. Gut, ich werde euch erstmal die negativen Sachen zeigen und danach kommen wir zu den neuen Sachen, die es hier gibt. Gut, dann fangen wir mal an. Am besten gleich bei dem Fass hier. Das ist eine absolute Katastrophe, finde ich. An sich ist das Fass super, aber naja, optisch kann man das natürlich vergessen. So, das nächste ist dann die Tür. Wenn man die zu hat, hat man hier einen Modspalt. Sieht total bekloppt aus. Das ist schon schade. Gleiches gilt hier mit dem Fenster. Man sieht, wenn man das aufmacht, schwebt das in der Luft. Immerhin, wenn es zu ist, sieht das eigentlich ganz annehmbar aus. Ja, und vom Bauen her finde ich irgendwie die Farben ziemlich dunkel jetzt. Immerhin passt es halbwegs gut zusammen. Nur hier oben bei den dreieckigen Teilen, die kann man irgendwie nicht besser setzen. Also wie hier, man hat dann so eine komische Kante. Hier sind wir dann bei den Beton Foundations. Die sehen irgendwie auch schlechter aus als damals. Aber immerhin mit 50.000 Haltbarkeit sind sie relativ gut. Ja, dann haben wir hier gleich noch, das ist neu, ein Ölfass. Das ist nur dafür da, Öl zu lagern. Ich weiß nicht, ob man jetzt so viel Öl hier finden kann. Oder ob man das unbedingt braucht. Auf jeden Fall hat das einen großen Fehler. Irgendwie kann man hier keinen PIN eingeben. Also müsste man jetzt das ins Haus stellen. Und naja, also ich möchte mir sowas eigentlich nicht ins Haus stellen. Ja, was auch noch total verbuggt ist, ist hier die Lumber Ceiling. Man braucht hier den Limestone und die Planken. Ich ziehe das einfach mal rüber. So, wie man sieht, funktioniert auch nicht. Obwohl ich die Steine habe dafür, kann man die Ceiling definitiv nicht bauen. So, dann das gleiche, was total verbuggt ist, ist auch noch der Langbogen. Den kann man jetzt hier unten reinnehmen. Aber leider nix. Dasselbe ist hier mit den Pfeilen. Das sind die normalen, also das sind die Steinpfeile vom Mod, sage ich jetzt mal. Genauso wie die Obsidian oder die Feuerpfeile. Die kann man zwar herstellen. Dann sieht man die sich. Moment. Hier drauf, weil beim Langbogen funktioniert es ja nicht. Aber jetzt versuche ich mal auf den Dino zu schießen. Da gehen die Pfeile einfach nur durch. Also, das ist schon schade, weil das mit die stärksten Waffen sind. Und wenn die stärksten Waffen in dem Spiel nicht funktionieren, das ist dann schon blöd. So, als nächstes haben wir hier die Steinmauer an sich. Nicht schlecht, weil man kann sie auch frei irgendwo hinstellen, aber man sieht, man kann einfach durchlaufen. Naja. Und dann, wenn ich jetzt gerade das Meer sehe, die Angel, die jetzt neu dazugekommen ist, die gibt es auch nicht. So, und jetzt zum nächsten Bug. Das sind die Samen. Ihr könnt ja hier verschiedene andere Samen noch finden. Aber leider keine Bildchen. Das sieht natürlich dann ein bisschen blöd aus. Ja, das soll es mit den Bugs erstmal gewesen sein. Ich habe jetzt in etwa die Hälfte gebaut, die es so gibt. Und ich werde im zweiten Teil noch den Rest bauen. Und ich hoffe, das klappt dann besser. Gut, da komme ich jetzt mal zu den Sachen, die es jetzt neu gibt. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel das Boot.
Das ist an sich ganz gut gelungen. Steht auch da, dass man das bauen kann. Das ist zum Teil richtig. Na. Also man kann hier so einen Schrank draufsetzen. Das ist aber schon das Maximum. Ich habe auch versucht, einen Dino drauf zu bekommen. Die fallen einfach runter. Also das ist... Also man kann jetzt zum Beispiel auch keine Foundation draufstellen, so wie beim Floß. Ja, das Boot ist etwas schneller. Das ist aber dann eigentlich auch schon der einzige Vorteil. Ja, neu gibt es auch noch diesen Briefkasten. Da könnt ihr einfach eure Adresse ändern. Was ihr auch immer wollt. Dann könnt ihr Nachrichten verschicken. Könnt ihr einfach jetzt hier unten irgendwie eine Nachricht reinschreiben. Dann habt ihr hier die Adresse. Dann könnt ihr einfach mal machen. Ich schreibe jetzt einfach mal Huhu. Dann geht man auf die Adresse. Das ist jetzt ein Treibmitglied. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei Nicht-Treibmitgliedern auch funktioniert, aber ich denke, die Adressen zeigt es euch dann auch hier oben an. Und dann geht ihr einfach hier unten drauf. So, und dann ist das verschickt. Also ich finde das wirklich praktisch, wenn jetzt jemand nicht on ist und ihm dennoch eine Nachricht zu übermitteln, ist das eine super Sache. So, dann haben wir hier noch den Bienenstock. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, das Bienenwachs ist jetzt neu dazugekommen. Das braucht ihr jetzt zum Beispiel, um ein Boot zu bauen oder den verbuggten Langbogen. Und hier ist das Problem, dass die Bienen sind sehr, sehr selten. Also ich habe gut 3-4 Stunden gebraucht, ehe ich jetzt die Bienen zusammen hatte. Und wie man sieht, die gehen ja irgendwann weg. Jetzt fällt mir wieder eine Bienenkönigin. Also stellt es in der ganzen Zeit jetzt nichts her, bis man wieder eine Bienenkönigin findet. Dann hat sich bei dem Minenwagen noch was getan. Also früher waren das kleine Wagen gewesen. Jetzt haben sie hier so eine stinknormale Holzkiste hingestellt. Bisschen schade, weil am Anfang der Wagen hat mir um einiges besser gefallen. Okay, was haben wir noch? Ach ja. Und zum Schluss zeige ich euch noch die großen Schränke. Die wiederum finde ich richtig gut. Haben auch 100 Plätze. Und sobald wie man was reintut, kann man dann hier Items wählen. Also das finde ich eigentlich ganz nett. Okay, dann soll es das für den ersten Teil gewesen sein. Ich teste jetzt noch den Rest und im zweiten Teil werde ich euch dann darüber berichten. Ach ja, wenn ihr noch Fragen zu irgendwelchen Sachen oder Herstellungen habt, könnt ihr mir das schreiben. Das mache ich dann einfach im zweiten Teil mit rein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum zweiten Teil. Ciao!